Talent ist alles. Das zumindest scheinen sehr viele zu glauben. Ich lese ganz oft in euren Kommentaren, dass ihr schreibt, ich bin noch voll am Anfang, aber so gut wie du werde ich nie werden. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach viele Handwerker immer wieder dieses Bild des omnipotenten Alleskönners ausstrahlen, was irgendwie einfach nicht so richtig stimmt. Und deswegen schauen wir uns heute mal etwas an, um euch so ein bisschen aufzubauen und zu ermuntern. Denn ich werde mir heute meine eigenen ersten Projekte nochmal mit euch anschauen. Das wird lustig und ihr werdet sehen, jeder kann alles lernen. Man muss einfach nur genug Energie reinstecken. Insofern nehmt das als Motivation und los geht's. Wir schauen uns direkt das erste Stück an. Ich habe es im Podcast schon mal gesagt, ich habe ungefähr mit 22 ungefähr, Pi mal Daumen, überhaupt erst angefangen, handwerkliche Sachen zu machen. Davor habe ich nichts Handwerkliches gemacht, auch in meiner Familie. Meine Eltern sind nicht so richtig handwerklich. Das heißt, ich habe noch nie vorher irgendwas gemacht. Insofern, verzeiht das erste Objekt, ich traue mich gar nicht, es aufzumachen. Okay, los geht's. Wir reagieren auf meine ersten Projekte und das erste Projekt ist ein Europalettenmöbel. Es tut mir so leid für mich selber, aber es ist die Wahrheit. Ich habe es ja im Podcast schon mal gesagt und es ist wirklich so, ich habe ganz früher, also so lange ist es noch gar nicht her, aber mein allererstes Möbel, was ich gebaut habe, ist dieses Palettenmöbel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, überhaupt von einem Möbel zu sprechen, ist schon eine Beleidigung für die Branche. Aber es ist etwas, in dem meine Xbox 360 und meine Xbox One Platz hatten. Und ich hatte 4 Schubladen und der Fernseher konnte draufstehen. Man muss jetzt dazu sagen, der eine oder andere wird jetzt sagen, aber die Schubladenfronten, die sehen nice aus. Ja, die habe ich nicht gemacht, die hat Hanna gemacht, also meine Frau. Das ist nicht meine Leistung, wenn man hier ranzoomt. Die Spaltmaße der Schubladen on point, das ist wirklich richtig nice. Aber ganz wichtig dazu zu wissen, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen blauen Fuchsschwanz, eine Brechstange und einen Schraubenzieher. Das heißt, ich habe wirklich alles so richtig low-budget-mäßig gemacht. Und das sieht man ganz ehrlich gesagt auch. Also es ist rückblickend etwas, wo ich heute drüber lachen kann. Es ist trotzdem auch ein bisschen, dass ich denke, oh, Alter, das sieht schon richtig scheiße aus. Aber es ist eins der ersten Möbel, die ich gebaut habe. Wenn man jetzt den Podcast gehört hat, weiß man, dass ich auch ein paar Europalettenmöbel verkauft habe. Insofern, so schlecht war der Anfang gar nicht. Nur das erste Stück, was ich für mich gebaut habe, das war wirklich ziemlich schlecht. Und deswegen wischen wir das gleich weg und kommen hier zu etwas, wo ich auch gar nicht so genau weiß, was man dazu eigentlich sagen soll. Das ist ja eigentlich einfach nur eine Kiste, also ein offenes Rechteck, was an einer Seite offen ist und zwei davon übereinander gestellt. Das war so ein bisschen mein erster Versuch. Das sind Leimholzplatten, tatsächlich etwas, was ich heutzutage ja gar nicht mehr benutze. Und ich habe etwas gemacht, was ich heutzutage auch gar nicht mehr mache. Ich habe das Ganze weiß angemalt und das sieht man zum Glück. Doch, man sieht es, oh Gott. Wenn man ranzoomt, sieht man es. Es ist wirklich richtig, richtig schäbig. Aber das ist der erste Anfang. Das Ganze hat zumindest eine gewisse Form. Und ihr seht auch hier unten jetzt, dass ich ein Branding habe. Und das hatte ich, wann habe ich das gesagt? In einer der letzten Sendungen zum Thema Stuhl. Genau, als wir den Stuhl fertig gebaut haben, habe ich über das ganze Thema Branding gesprochen. Das ist so ein Beispiel, da muss man sich halt überlegen, möchte ich, dass da mein Logo drauf ist oder nicht, weil es natürlich nicht wirklich toll ist. In dem Fall ist es so, dass die meisten Sachen, die wir jetzt erstmal am Anfang sehen, alle für mich waren, beziehungsweise für uns zu Hause. Das heißt, dieses Branding hat sich nicht in der Welt verstreut und hat dafür für Unmut gesorgt, dass alle sagen, Jonas Winkler kann nichts. Aber nichts können würde ich in dem Fall auch gar nicht sagen, denn das ist schon ein erster Anfang und ich denke, gerade muss ich selber auch sagen, der Schritt von dem ersten Möbel zum zweiten ist schon recht gravierend, auch wenn das zweite nicht wirklich sehr komplex ist. Deswegen weiter zum dritten. Das ist ja in dem Sinne ja kein Möbel, sondern eine Lampe. Das müsste so, ich gucke mal hinter die Kamera, ungefähr der Zeitpunkt sein, als ich langsam ins Studium reingedived bin.
Das ist eine nicht wirklich hübsche Lampe von außen, aber sie macht ein sehr schönes Licht, wenn man sozusagen innen drin überall Spiegelseiten hat. Je nachdem, wie man den Deckel dreht, verändert sich das Licht im Raum. Das ist wirklich, das war wirklich sehr, sehr hübsch. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal, beziehungsweise am Ende. Denn das ist, wie gesagt, von außen nicht so hübsch, von innen sehr, sehr hübsch. Und das ist etwas, wo wir auch bei euren Projekten drüber gesprochen haben. Das ist eigentlich mehr etwas, wo die Idee an sich wirklich spannend ist und schön ist. Das Objekt an sich sehr ausbaufähig. Trotzdem, auch hier mein Logo, auch wenn man ganz ehrlich sein muss, dass das einfach nur das gleiche Logo ist wie von dem Regal. Das gab es an der Lampe gar nicht. Aber gar nicht so schlecht. Weiter im Text. Au. Oh Gott. Wo kommen diese Fotos her? Ja. Oh Gott, ich bin sprachlos. Das ist furchtbar. Ich habe hier ganz offensichtlich ein MacBook gehabt. Und ich habe eine Hülle dafür gebaut. Und ich möchte euch bitten, das Foto oben in der Mitte ganz genau anzugucken, wie gut der Leim da weggemacht ist. Nämlich gar nicht. Einfach mit der Beize eiskalt drüber gebügelt. Oh, und hier drin habe ich noch versucht, Stoff reinzukleben. Also das ist dann doch wieder ein kleiner Rückschritt. Es sieht wirklich scheiße aus und ich glaube, ich habe es auch nie benutzt, weil der Laptop da drin, das hat alles gekratzt und das war einfach nichts Dolles. Aber auch hier habe ich ein schönes Branding außen dran gemacht. Wer meint zu wissen, was das ist, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich schätze, es wird keiner von euch erraten. Es ist eine interessante Verbindung nach Japan. So viel kann ich sagen, mehr aber nicht. Ansonsten muss man sagen, auch hier etwas, was ich heutzutage selten mache, Holz gebeizt. Der Eingriff, ich weiß gar nicht, was ich da für Werkzeuge hatte, man muss sich ganz ehrlich sagen, weil es ist scheußlich gemacht. Aber es ist etwas gemacht und ich war damals, also ich glaube, da war ich tatsächlich auch nicht wirklich stolz. Auch bei den anderen Sachen hatte ich immer so ein bisschen Freude dran. Ich glaube hier nicht, deswegen weg damit. Aha, und jetzt, hier. Wir sind immer noch nicht im Studium, weil das habe ich auch vor dem Studium gebaut. Das ist sozusagen der Ersatz für die Europaletten-Kommode. Die erste Kommode in dem Sinne, die ich richtig gebaut habe. Mit 8 Schubladen, 2 Fächern. Und die ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist alles verschraubt. Also wir sind immer noch in einem Level, der sehr einfach ist. Man sieht die Schrauben auch vorne eiskalt. Und ich habe auch da einfach mit der Beize über die Schrauben drüber genagelt. Aber nichtsdestotrotz, das ist schon ein Möbel und auch die Spaltmaße der Schubladen sind etwas besser. Man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da, glaube ich, immer noch kein vernünftiges Werkzeug. Aber das ist schon ein Möbel, was ich so oder so ähnlich heutzutage eigentlich auch bauen würde. Ich würde es nicht aus den gleichen Materialien bauen. Das ist auch wieder Leimholzplatte. Also davon würde ich mich immer heute sehr distanzieren. Aber das Möbel an sich finde ich eigentlich gar nicht so hässlich. Ihr könnt ja gerne mal dazu schreiben, was ihr zu diesem ersten vernünftigen Projekt von mir denkt, ob ihr sagt, oh, Alter Jonas, ich verstehe, dass du das für vernünftig hältst, es sieht aber schon scheiße aus, das dürft ihr gerne sagen, das ist in dem Fall völlig in Ordnung. Ich muss sagen, es ist vom Gedanken her schon deutlich besser als der Rest und ich würde es so ähnlich, wie gesagt, auch nochmal bauen. Mit den Schrauben, das ist eigentlich interessant, weil früher, wie ihr seht, habe ich ganz viel geschraubt, weil ich einfach nicht wusste, was ich anderes machen soll. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo Verbindung kommt. Da müssten wir eigentlich jetzt gleich relativ schnell landen, weil gleich geht es, glaube ich, sehr schnell nach oben die Kurve. Aber am Anfang wusste ich einfach nicht, was ich besser machen soll. Also habe ich es einfach mit einem Schraubenzieher zusammengeschraubt. Und das ist echt eine scheiß Arbeit. Das kann ich also wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Kauft euch dann doch einen Akkuschrauber, wenn ihr viel schrauben wollt, weil sonst ist das echt beschissen. Weiter im Text. Aha, jetzt kommt tatsächlich der erste, sagen wir mal, echte Kundenauftrag. Ich habe ja gesagt, ich habe Europalettenmöbel verkauft. Das ist aber ein richtig echter Kundenauftrag und da bin ich auch schon im Studium. Das weiß ich relativ genau, weil man sieht an dem Boden oder ich sehe an dem Boden, dass ich da schon in der Zimmerei bin, wo ich mich eingemietet habe. Und das ist ein Kundenauftrag für ein gut betuchtes Pärchen in der Kölner Innenstadt. Und wir sehen, hier habe ich eine Sitzbank. Und das zweite sage ich euch gleich. Ihr könnt ja mal kurz raten, was das zweite ist. Ich sage es euch gleich. Das ist eine Sitzbank und ein zweites Teil aus Eiche massiv mit einem Nussstreifen in der Mitte. Beides auf Gehrung verleimt. Die Gehrung sieht, ehrlich gesagt, wenn man ranzoomt, tipptopp aus. Also das ist wirklich schon ein richtig schönes Möbel geworden. Da bin ich auch
verhältnismäßig immer noch stolz drauf. Früher war ich natürlich total weggeflasht, weil das total geil war. Auch alles mit einem Domino gemacht. Das ist schon sehr cool. Wenn man jetzt weiß, wofür das zweite ist, und das ist so ein bisschen der kuriose Nachgeschmack, dass beides war für ein Kinderbadezimmer und der kleine Hocker war einfach als Kloablage. Und das ist, wie gesagt, mein erster Auftrag. Ich habe damals schon, weil ich im Studium war und uns das so beigebracht wurde, einen relativ ernstzunehmenden Stundenlohn genommen. Und das beides war nicht gerade günstig. Ich glaube, das hat knapp 800 € gekostet damals, meine Leistung. Und es war einfach das kleine, eine Klopapierrollenhalterung. Also die haben da ihr Klopapier draufgestellt. Und ich weiß, dass mich das, das ist jetzt so ein bisschen, hat nichts mit dem Projekt zu tun, aber mich so ein bisschen abgeturnt hat, weil das so irgendwie mir damals doch sehr abgehoben vorkam, wenn ich ehrlich bin. Aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes Projekt, was ich ganz ehrlich sagen muss, was man hier sieht. Die Maserung läuft natürlich überhaupt nicht über Eck und irgendwas, denn das Holz, was ich hier verwendet habe, war damals deren Esstisch oder irgendwie sowas. Die hat mir das mitgegeben. Das heißt, das Holz habe ich nicht selber ausgesucht, aber nichtsdestotrotz, es ist schon ganz schön, man könnte es auf jeden Fall besser machen. Also heutzutage würde ich darauf achten, dass die Maserung schön um die Ecke läuft, wie bei unserer Schleifstation, weil das sieht einfach nochmal ein bisschen geiler aus. Aber ansonsten schon ganz okay, das lasse ich schon mal durchgehen. Hier haben wir noch mehr Fotos davon und man sieht, das ist schon ganz gut geworden. Und ich denke, das, was ganz wichtig ist, geht jetzt nicht darum, mich selber zu loben oder mich selber runterzumachen, sondern ich möchte euch einfach zeigen, wie so eine Lernkurve aussehen kann, wenn man Bock drauf hat. Ganz wichtig ist hierbei, viele vergessen das immer, ich habe keinen Tischler gelernt. Ich bin nur Tischlermeister durch ein paar Umwege. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nur studiert. Das heißt, ich habe mir das alles selber beigebracht. Und das könnt ihr auch. Und ihr habt ja sogar noch den Vorteil, dass ihr auf meine Videos zurückgreifen könnt. Ich habe damals nur bedingt, damals gab es in Deutschland noch nicht so viele gute Videos. Es ist ja heute auch immer noch eine Frage, wie viele es davon wirklich gibt. Und das war sehr schwer, da an Wissen zu kommen. Und deswegen, ich möchte euch einfach nur sagen, ihr kriegt das auch hin. Ihr müsst es nur glauben. Und wie gesagt, sagt nicht, ich komme nie so weit, weil das, ihr schafft das. Ihr müsst es nur machen. Schauen wir weiter. Jetzt ein Einblick in die Welt, in der ich gearbeitet habe. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, das war so ein bisschen Kölner Upper Class. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet und wir haben sehr viele Treppen gebaut. Sehen wir jetzt ja hier schon die eine Wange. Ist sozusagen schon eingebaut und das ist, wie man sieht, auch ein Neubau. Das waren alles sehr hochpreisige Projekte. Warum erzähle ich euch das? Ganz wichtig, da ist der Druck relativ hoch, weil man einfach weiß, dass es sehr, sehr gut werden muss. Und man arbeitet auch gleich in Materialien, wo man es nicht verkacken sollte. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, denn man gewöhnt sich so ein bisschen an, das Material, was man hat, möglichst effizient zu nutzen. Und das hat mir damals sehr geholfen. Die schwere körperliche Arbeit bei den Treppen, weiß ich nicht, ob sie mir geholfen hat. Ich habe, wie gesagt, schon zwei Leistenbrüche gehabt. Aber es war trotzdem eine gute Zeit. Wir sehen jetzt hier, wie wir das Ganze sozusagen angefangen haben einzubauen. Und hier sehen wir jetzt die fertige Treppe. Die fand ich eigentlich auch ganz cool. Wir haben hier noch so ein Sitzelement auf Gehrung dran gebaut, relativ spontan. Das wollten die noch haben. Und das ist auch so ein bisschen was, wir sehen da auch schon Festool und Co. So bin ich ganz schnell in diese Schiene gekommen, weil wir mussten relativ oft auf der Baustelle noch Sachen verändern, nochmal anpassen. Und da brauchst du einfach gute Qualität, du brauchst einen guten Staubsauger. Bei uns war es immer ganz wichtig, es muss tipptopp sauber sein. Es ist also der Bereich, wo wir arbeiten, muss sauberer sein als zu dem Zeitpunkt, als wir gekommen sind. Und das hat meine Liebe für Festool sehr, sehr gestärkt, weil es immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und rückblickend finde ich solche Projekte sehr schön, muss aber ehrlich sagen, diese Treppenstufen, Schleifen, Fräsen, Ölen, das war etwas, was ich sehr viel gemacht habe. Das ist sehr langweilig auf lange Sicht. Man lernt zwar Schleifen, Fräsen und Ölen, aber richtig viel Spaß macht es auf Dauer nicht. Und ich würde auch in Zukunft, glaube ich, keine Treppen bauen wollen, weil es ist sehr viel Arbeit und es ist körperlich sehr anstrengend, weil so eine komplette Treppe wiegt dann doch auch ganz schön viel. Und wie gesagt, ich bin so ein halbes Hemd, das hat letztens auch schon wer kommentiert, dass ich irgendwie Spaghetti-Arme habe. Das stimmt. Deswegen Treppe, schönes Projekt, aber in Zukunft nicht mehr. Dann, oho, ein erster kleiner Tisch mit Butterfly-Inlays. Sogar die Inlays in die richtige Faserrichtung, schön. Ich erinnere mich an diesen Tisch, das war eine sehr, 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 sehr dünne Eichenplatte. Wenn ich mir das so angucke, gefällt mir die Proportion zwischen Tischplatte und Bein überhaupt gar nicht, weil die Beine sind super massiv. Das ist zwar nur ein Metallblech, aber die Seitenoptik sieht man ja hier. Das ist
das ist gefühlt so ein dickes Ding und so eine Papierplatte obendrauf. Nicht so schön, aber ein erster Ausflug in die wirklich richtig heftige Massivholzbearbeitung, weil es ist, wie gesagt, einfach nur eine Platte. Die Risse wurden stabilisiert und das Ganze sinnvoll auf einem Gestell montiert. Also es ist ein Anfang, kein guter und ästhetisch auch eher mittelmäßig ansprechend. Ich glaube, wir hatten den Tisch auch nicht so lange, weil er mir irgendwann nicht mehr gefallen hat. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, was ich bei ganz vielen von euch auch in so eine Richtung schon sehe. Natürlich nicht mit dem ästhetischen Fauxpas wie bei mir, sondern besser. Aber da sieht man, viele von euch haben auch Bock auf Massivholz. Und das finde ich super, denn wir sehen jetzt hier, jetzt müsste diese Kurve, wo es richtig losgeht, langsam kommen. Denn wenn ich jetzt mal weiterwische, sehen wir hier noch ein zweites Foto vom Tisch. Wir sehen auch hier, dass das mehr oder weniger die Kernbohle ist. Und dass ich den Riss sehr professionell für den damaligen Zeitpunkt stabilisiert habe. Da müsste ich auch schon tatsächlich diesen Stecheisensatz gehabt haben, den ich auch heute noch liebevoll habe. Den Riss habe ich überhaupt nicht sauber gemacht. Naja, man kann noch was lernen, aber wenn ich mir das so angucke, es sieht okay aus. Und wer sich jetzt übrigens bei dem Bild davor gefragt hat, bei diesem hier, wo man den ganzen Tisch sieht, was ist das für ein Raum? Das ist unser Wohnzimmer in Köln. Damals fanden wir das schön mit der grünen Wand. Ich glaube, ja, heute würde ich das auch nicht nochmal so machen. Egal, weiter zum nächsten Projekt. Hier ist mein allererstes Shoji-Fenster, beziehungsweise wahrscheinlich das zweite. Das erste habe ich mit Butterbrotpapier gebaut. Also das ist schon das Level-Up davon. Es ist ziemlich schief, wenn man so drauf guckt. Man erkennt es mit bloßem Auge. Es ist auch recht groß gewesen. Auch da finde ich meine Idee immer noch heutzutage nachvollziehbar und finde es auch gut, dass ich damals schon diese Liebe für diese Richtung entwickelt habe. Von der Ausführung her ist es ein bisschen langweilig und auch proportional nicht so ganz gelungen. Aber ja, es ist ein interessantes Projekt. Das ganze Shoji-Thema seht ihr hier bei mir ja heutzutage immer noch. Das zieht sich bei mir durch. Und das ist etwas, was ich jedem, der diese filigrane Arbeit lernen möchte, ans Herz legen kann. Weil da hat man wirklich viele dünne Leisten und alles muss irgendwie passen. Und ansonsten ist es, ich glaube, nicht wirklich ein spannendes Projekt. Da wäre so ein Kumiko unten schön gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das damals nicht gemacht habe. Wahrscheinlich fehlen das Geld. So, weg damit. Noch ein Detail. Dann haben wir hier noch einen Tisch. Auch Massivholz, schön verleimt. Dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Auch Eiche mit Nuss. Sehr kreativ, Herr Winkler. Sie haben immer das Gleiche gebaut. Andere Beine. Da, finde ich, ist das Verhältnis zwischen Platte und Bein ein bisschen besser. Der Schatten ist vor allen Dingen ganz cool. Und wir müssten, wenn ich jetzt weitergehe, genau, da ist er. Da haben wir es. Die Kurve geht nach oben. Im Studium habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt, eigentlich nur Stühle gebaut. Das ist der erste davon. Der Stuhl 04. Das Gewebte finde ich heute immer noch top. Wenn man nah ranzoomt, die Oberflächen sind ganz toll geölt. Man sieht fast gar keine Flecken. Außer sofort vorne zwei fette Flecken am Hirnholz. Also da, das konnte ich noch nicht. Aber wir sehen auch, wenn wir genau gucken, dass da hinten schon eine leicht gebogene Rückenlehne ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz flacher Radius. Also bei weitem nicht so wie das, was relativ gleich danach kommt. Weil jetzt geht es nämlich richtig ab mit den Stühlen. Aber ich finde das Gewebte schön und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist dieses super geradlinige etwas, was mir immer schon sehr, sehr gut gefallen hat. Und kleine Insider-Info, im Studium wurde ich dafür immer ein bisschen gemobbt, in Anführungszeichen von dem Dozenten, der die Stuhlkurse gemacht hat, weil er immer gesagt hat, Jonas, es ist schön, es ist toll designt, aber du designst wie ein 80-Jähriger. Also du bist zu langweilig, hat er, glaube ich, gesagt. Ich glaube, er hat gesagt, zu klassisch, was so viel hieß wie... Du bist Anfang 20, du bist eigentlich langweilig. Insofern, trotzdem finde ich das immer noch sehr, sehr schön. Und ich bin eigentlich auch bei dieser Linie geblieben. Was ich bei diesem Stuhl immer noch sehr schade finde, ist, dass er so unfassbar unbequem ist. Die Rückenlehne ist an einer völlig beschissenen Höhe gewesen. Es hat nur wehgetan, wenn man da drin gesessen hat. Aber auch das nochmal, im Studium sollten wir eigentlich Papiermodelle bauen. Ich habe hier aber ein Holzmodell gebaut. Das heißt, ich war der Einzige, der in dem Semester gucken konnte, ist mein Stuhl überhaupt bequem? Alle anderen konnten das nicht. Und dadurch konnte ich halt feststellen, sieht schön aus, aber es ist scheiße unbequem. Und dadurch konnte man dann weiterarbeiten. Das ist genau das, was ich euch auch immer wieder nahelegen will. Auch wenn ihr euch vielleicht sagt, Mensch, das ist total schwer, sowas zu bauen, macht's einfach mal. Weil dadurch, dass es schief geht, kann man dann richtig viel lernen und auch ganz viel darüber lernen, warum ist es schief gegangen, worauf muss ich eigentlich bei welchem Möbel achten. Das sehen wir zum Beispiel auch
bei den Europalettenmöbeln, da sehen wir, da ist keine Proportion. Das ist ein Klotz, der im Raum steht, der auch noch scheiße aussieht. Und dann geht das immer weiter. Man lernt Proportionen kennen. Man lernt das Spiel aus, da ist Material, da ist kein Material. Wie viel Material brauche ich eigentlich? Und solche Stühle sind für mich eigentlich das perfekte Sinnbild dafür zu lernen, was brauche ich, was will ich und wie kann ich das umsetzen. Und diesen Stuhl würde ich so nochmal bauen, einfach weil ich ihn schön finde, aber ich weiß, dass er unbequem ist. Man müsste sich da doch ein bisschen mehr Mühe geben, den bequem zu machen. Hier sehen wir jetzt auch auf dem zweiten Foto nochmal diese leicht gebogene Rückenlehne. Es ist okay, aber da ist noch Luft nach oben. Hier sehen wir jetzt noch zwei andere Stühle, auch sehr, sehr geradlinig, auch gewebt. Da muss ich ganz ehrlich direkt sagen, diese gewebte Rückenlehne gefällt mir gar nicht. Die ist mir zu massiv. Was bei diesen Stühlen spannend ist, wir sehen hier oben Schlitz und Zapfen bei den Armlehnen. Bei diesen Stühlen ist alles verzapft. Das ist eins der ersten Möbelstücke, wo ich alles komplett verzapft habe. Bei den anderen habe ich teilweise die Dominofräse genommen. Und hier ist es so, wenn wir diese Ecke vom Bein nehmen, da haben wir einen Zapfen, der ins Bein geht. Der andere Zapfen geht auch ins Bein und in den anderen Zapfen und die verhaken sich sozusagen. Also das war schon handwerklich eine der höchsten Leistungen, die ich damals so erbringen konnte. Von der Optik her finde ich sie eigentlich auch nicht schlecht, weil ich mag, wie gesagt, das Gradlinige, aber ich würde sie heute auch nicht nochmal so machen. Also es ist ein schönes Projekt gewesen zum Lernen, aber nicht zum Behalten. Obwohl ich die Farben gar nicht so schlecht finde. Das Blau und das Rot ist gar nicht so doof. Jetzt haben wir die Bank 04. Wir hatten vorhin ja schon den Stuhl angesprochen. Und hier haben wir eine schöne Bank, die finde ich immer noch sehr, sehr schön. Die ist super schlicht, die war sehr, sehr lang. Ich glaube, die war fast 1,40 oder 1,60 lang. 1,40? Ich weiß es leider nicht mehr, aber sie war sehr lang. Hat sogar auch gehalten. Das ist so ein bisschen kurios, weil sie ja wirklich etwas überdimensioniert war. Der Querschnitt ist sehr klein, 30 auf 30. Und wir sehen, wenn wir hier ranzoomen, eine Verbindung. Diese Verbindung heißt Enso und sie ist sozusagen von mir. Sie ist ja nicht ganz neu. Es gibt ja den Knapp-Joint oder Cup-Joint. Das ist sowas Ähnliches, aber völlig anders gedacht. Diese Verbindung schauen wir uns jetzt an. Ich hole mal kurz was. Lange gesucht und doch noch etwas gefunden, was viele Jahre alt ist. Nämlich hier so ein Stück mit dieser Verbindung. Das, was hier ganz anders ist als bei der Verbindung, die der ein oder andere vielleicht kennt, ist, dass es eine Längsholzverbindung ist und eine sehr stabile noch dazu. Und zwar sieht sie so aus, das ist einer der ganz hässlichen ersten Prototypen, die anderen sind alle bei den verschiedenen Preisen gelandet, die ich damit unter anderem gewonnen habe. Das ist also Enso, eine sehr stabile Längsholzverbindung. Und wir sehen hier, das ist eigentlich nichts anderes als eine Überblattung, die hier dieses verankernde Element eines Kreises hat und hier eines Pins. Ist das Rad neu erfunden? So halb. Denn es ist wie immer so, der eine erfindet das Brot, der andere das Messer und beides zusammen ist dann super schlau. Das ist also Enso. Das hatte nämlich letztens auch schon mal jemand gefragt, ob ich dazu was sagen kann. Jetzt habe ich dazu was gesagt. Diese Verbindung habe ich hier in der Bank auch einfließen lassen, weil sie ein sehr schönes Detail ist. Leute, die mich länger kennen, wissen, dass mein altes Logo ein Enso ist. Was ist ein Enso? Ist dieser buddhistische Kreis, wo man versucht, einen Kreis zu malen, der natürlich nie perfekt ist. Buddhismus, wir müssen da jetzt nicht einsteigen. Das war mein Logo und diese Verbindung spiegelt das eigentlich relativ doll wider. Auch der Gedanke dahinter ist ja, etwas immer weiter zu benutzen. Und was man hieran sofort sieht, das ist keine Handverbindung, sondern eine CNC-Verbindung. Und das war damals der Gedanke dabei. Während ich weiterarbeite, kann die CNC etwas Sinnvolles machen, nicht ein Möbel bauen, sondern sie kann meine Reststücke so fräsen, dass ich sie weiterverwenden kann. Und das ist eigentlich auch heute noch zu ganz großen Teilen mein Gedanke zum Thema CNC und Co. Sie sollte das machen, was ich, oder sollte mir gewisse Arbeit abnehmen, ohne das Möbel für mich zu bauen, weil ich möchte das Möbel bauen, nicht die CNC-Fräse. Insofern das, und der kleine Witz dabei ist noch, dass ich bis vor einem Jahr keine CNC-Fräse hatte. Also theoretisch hätte das jeder nutzen können, nur ich nicht. So, zurück zu den Sachen. Diese Bank finde ich immer noch sehr schön. Das Schwarzgewebte ist sehr nice. Aber hier haben wir noch mehr Fotos davon. Ups, einmal zu weit. Das ist schon eine schöne Bank. Aber auch zu der Bank kommen wir gleich nochmal. Wir gehen erstmal weiter zu dem, unabhängig von den Treppen, glaube ich, größten Projekt, was ich gebaut habe. Das ist dieser Esstisch. Der sieht, wenn er hier so steht, ja erstmal ganz muckelig aus. Der ist aber 1,40 Meter breit und 3,20 Meter oder 3,40 Meter lang.
Der ist sehr, sehr groß, der Tisch. Und er ist auch sehr besonders. Er ist massiv aus Mahagoni gebaut. Die Beine sind unsichtbar verbunden. Das ist mit Gewindestangen und allen möglichen Pipapo gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal sehen. Ich glaube nicht. Wir sehen nur die Löcher, wo es festgedreht wurde. Das Ding ist echt ein Monster. Ist auch ein Projekt, was mir sehr am Herz liegt. Das ist nämlich für meinen Vater. Der hat sich diesen Tisch gewünscht. Logischerweise ein echt großes Projekt. Ich habe damals in Köln gewohnt. Der Tisch musste in die Gegend von Hannover verschifft werden. Es hat alles gut geklappt. Das war wirklich ein sehr, sehr heftiges Projekt, was ich daran immer noch total geil finde. Ich weiß, dass ich Ewigkeiten dran gestanden habe. Diese Riegel, das sind, ich glaube, sechs Riegel, sechs Mahagoni-Riegel, habe ich gedreht, gewendet, umgedreht, tagelang überlegt, wie verleime ich dieses Ding. Und ich weiß auch, dass ich da mit meinem Vater relativ viel Streit hatte, weil er wollte, dass der Tisch möglichst klassisch ist. Super klassisch. Ich habe immer gesagt, es ist schon ein bisschen langweilig. Ich hätte gerne noch ein paar andere Sachen gemacht. Er hätte am liebsten noch ein Zargengestell gehabt. Jetzt ruft mich jemand an. Ups, gleich. Aber das konnte ich ihm zum Glück ausreden, weil ich finde, so ist der Tisch wirklich sehr, sehr clean, sehr sexy. Und das ist eins der Projekte, wo ich auch heute noch sehr stolz drauf bin. Und auch eins der Projekte, die man heute, oder ich, die ich heute noch relativ regelmäßig sehe, weil mein Vater nach wie vor an diesem Tisch sitzt, isst und Gäste empfängt. Das heißt, auch da werden jetzt wahrscheinlich viele fragen: Alter, du hast gesagt, der ist mega schwer, der ist mega groß. Hängt die Platte nicht durch? Ist da nicht irgendwas kaputt gegangen? Die Antwort ist nein. Und das spricht gegen ganz vieles, was zum Beispiel in Fachbüchern steht. Daher kommen solche Aussagen, die ich gerne treffe. Dieser Tisch steht da seit 4 Jahren, 5 Jahren, schon eine ganze Weile. Also fast so lange, wie ich mit Holz arbeite, weil, wie gesagt, die Entwicklungskurve sehr schnell, sehr hoch ging. Und da ist eigentlich nichts. Da ist eine Fuge, die ein bisschen problematisch ist. Das hat aber nichts mit dem Tisch an sich zu tun, sondern es ist in Beinnähe. Und ansonsten ist der Tisch einfach der Hammer. Und das ist etwas, wo ich nach wie vor sehr, sehr glücklich bin, dass ich es gemacht habe. Auch wenn da für mich damals, und das denke ich auch was, was ihr kennt, der Druck einfach extrem hoch ist. Das Material für den Tisch hat, glaube ich, knapp 2.800 € gekostet. Ich habe mir vor dem ersten Schnitt wirklich in die Hose gemacht, weil ich dachte, Alter, wenn du das verkackst, dann bist du am Arsch. Du kannst das Holz ja nicht normal kaufen und kannst auch nicht zu deinem Vater gehen und sagen, ey, kannst du dir noch mal ein paar mehr Bretter kaufen? Insofern, das ist etwas, was ich kenne. Und wenn ihr euch das zurück anguckt, was ich euch heute schon gezeigt habe, dann seht ihr, dass ganz viele Probleme, die ihr vielleicht habt, die ihr kennt, die kenne ich alle. Ich habe das auch alles durchlebt. Ich habe auch kein Werkzeug gehabt. Ich habe auch, wenn man ganz am Anfang guckt, kein Material gehabt. Ich hatte auch keine Ahnung von gar nichts. Aber man kann sich das alles Stück für Stück beibringen. Und wenn wir, ich glaube, wir haben im Podcast darüber gesprochen, ich muss mal hinter die Kamera gucken, wie das war, wie ich angefangen habe. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Denn da sieht man auch, welche Stationen wichtig sind, die einem beim Lernen unterstützen können. Und ich denke, für euch kann mein Kanal oder irgendein anderer, der euch gut gefällt, eine sehr, sehr gute Stütze sein. Wichtig dabei ist, kommt an den Punkt, dass ihr diese Leute hinterfragt, hinterfragt auch mich, das macht ihr schon sehr gut. Jetzt geht's weiter. Der Tisch ist immer noch sehr schön, ich mag den sehr gerne. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den gut findet oder nicht. Jetzt den Tisch weg. Das letzte Bild ist eine Badewanne. Du hast doch letztens gesagt, du hast keine Badewanne. Ja, habe ich auch nicht. Das ist in Köln. Wir sind immer noch in Köln. Wie gesagt, wir sind immer noch vor 4 Jahren oder so. Es ist alles noch sehr weit zurück. Und da habe ich das erste Mal richtig gebogen, so wie wir das auch bei unserem Schaukelstuhl gemacht haben. Das Projekt verlinke ich euch hier. Da hatte ich allerdings die gute Möglichkeit, eine Badewanne mit heißem Wasser zu nutzen. Das war also ganz schön. Warum zeige ich euch das Bild auch nochmal einfach, um zu zeigen, wie hinterhofmäßig ich zum großen Teil gearbeitet habe. Und das ist schon mitten im Studium, das ist mitten, ich habe auch schon Kundenaufträge und trotzdem habe ich so gearbeitet. Und was man dazu auch noch sagen muss, Fun Fact, das ist Eiche, die mit Ammoniak behandelt war, wenn ich mich nicht täusche. Das sollte man nicht in heißem Wasser einlegen, denn das Ammoniak kam aus der Eiche wieder raus und die Badewanne war wirklich am Arsch. Ich habe mega Ärger gekriegt, weil die einfach so schweinedreckig war und ich das kaum abbekommen habe. Aber das ist einfach das, und das ist deswegen auch das Schlussbild, was ich euch eigentlich sagen will. Ihr müsst anfangen und ihr müsst euch trauen. Das kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann euch ganz viel erklären, aber was ihr daraus macht, das müsst ihr selber machen. Ihr müsst den Mut haben zu starten. Und ich habe ja gesagt eingangs, dass ich die Folge vor allen Dingen auch mache, weil ganz viele von euch schreiben, ich werde nie so weit kommen wie du. Und das ist Quatsch. Das stimmt nur dann, wenn du das wirklich sagst. Du darfst das nicht sagen, wer auch immer das sagt. Du musst an dich glauben und du musst es durchziehen. Du musst dir Ziele setzen, so wie ich habe das auch so gemacht. Ich habe gesagt, ich will einen Stuhl bauen.
habe ich gemacht. Ich will den Stuhl biegen, habe ich gemacht. Hat das alles beim ersten Mal geklappt? Nein, es hat nicht beim ersten Mal geklappt, aber man muss sich durchbeißen. Und das gilt auch für euch. Habt keine Angst, das auch mal richtig zu verkacken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch lernt man ganz viel. Und der Trick ist, am Ende ist man so oder so froh, weil man was gelernt hat und weiß, was man gemacht hat. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Und was ich euch auch ans Herz legen möchte, ist, wir haben uns einige Projekte jetzt heute angeschaut aus meiner Vergangenheit. Und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Challenge, eine Throwback-Challenge. Wir bauen eines dieser Projekte nach. Und zwar könnt ihr auswählen zwischen dieser Kommode mit 8 Schubladen und 2 Fächern. Dann nehmen wir, was nehmen wir noch? Die Lampe, die Spiegellampe. Die könnten wir auch nochmal nachbauen, wenn ihr wollt. Oder diese Bank in meinem heutigen Stil. Ihr könnt unten abstimmen, was von diesen drei Sachen sollen wir nachbauen. Eins davon, das mit den meisten Stimmen, wird dann gemacht. Bitte schreibt dazu Hashtag Throwback, egal wie ihr es schreibt. Aber es wäre gut, wenn ihr es richtig schreibt, weil dann finde ich es. Darunter könnt ihr schreiben, für welches Projekt ihr seid. Für die Lampe, die Bank oder die Kommode. Und dann bauen wir eins davon nach und schauen uns mal an, wie sich sowas von damals zu heute entwickeln kann. In diesem Sinne habt ihr heute einiges über mich gelernt. Ich habe mich ein bisschen nackig gemacht und euch gezeigt, dass ich kein omnipotenter Handwerker bin, dass ich auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, mit allen Fähigkeiten dieser Welt, sondern ich habe so wie jeder andere das, was ich heute kann, gelernt. Und ich möchte, dass ihr euch auch traut, das zu lernen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer fragen, so wie jetzt auch. Hier auf diesem Kanal versuche ich euch so viel wie möglich beizubringen. Und in diesem Sinne entlasse ich euch jetzt in euer Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag. Ich hatte schon gesagt, da gibt es auch einiges zu besprechen. Es wird also noch ein kleines Redevideo. Und es gibt ein erstes Update zur Werkstatt. Uhu. In diesem Sinne, tschüss.